Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021 zu einer neuen Aufnahmesession bei mir, denn wir machen jetzt hier mal Schicht im Schacht. Wir haben das Szenario am Laufen, wir haben noch genau 1, 2, 3, 4 Missionen, die wir erledigen müssen, beispielsweise den Buchweizenhonig produzieren oder den Rapshonig produzieren, wir müssen Lupine anbauen, müssen Leinen anbauen und wir haben auch schon das Feld dazu. In 27 Tagen kann der Mohn geerntet werden, wir haben noch Winter und zwar genau 71 Tage, also das passt auf jeden Fall alles wie die Faust aufs Auge. Einziges Problem, wir müssen hier anbauen und das wird dieses Jahr nicht mehr gemacht, denn aufgrund des nahenden Winters können einige Feldarbeiten nicht mehr durchgeführt werden. Also weder Buchweizen noch Raps wird hier angebaut. Das heißt, dieses Jahr wird es auch nichts mehr mit dem Honig. Mit dem anderen Honig, mit dem Blütenhonig sind wir eh schon viel zu weit übers Ziel hinausgeschossen. 3000 Liter hätten wir produzieren müssen. Wir sind mittlerweile fast beim Doppelten. Bei 5800, 6000 wäre das Doppelte. Also hallo, da haben wir schon ordentlich zugelegt. Dann würde ich sagen, wir klappen das Fenster jetzt hier mal zu, warten mal noch die restlichen 24 Tage ab, denn da wird dann geerntet hier drüben und dann müssen wir auch hier schauen, dass wir den Mohn wieder vom Feld wegbekommen und dann hier Lein oder was war das zweite? Lupine. Lein oder Lupine, dass wir das hier anpflanzen. Hier oben steht, 454.000 haben wir am Konto und wahrscheinlich, wenn wir hier nachschauen, steht, wir machen Minus, oder? Natürlich, wir machen im Monat 14.000 minus und machen im Jahr minus 167.000. Wer es glaubt, wenn wir uns den Balken anschauen, sehen wir genau, in welche Richtung es geht, nämlich weit nach oben. Also ich weiß nicht, die Buchhalterin oder der Buchhalter gehört ja sofort entlassen, der da so komische Dinge schreibt. Wir sind wirklich gut dabei, ich kann nicht klagen. Wir könnten natürlich noch ein paar von den Gehegen hier aufstellen, also beispielsweise hier hinten nochmal zwei so Wachtelhäuser, aber ganz ehrlich, ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Oder? Achso, ich habe einfach schon wieder hier voll vergessen. Ach nee, hier wird sowieso alles gespritzt. Okay. Ja. Wir haben eingestellt, Bespritzung dauert an. Hier wird alles gespritzt. Okay. Gut, dann brauchen wir uns da gar nicht mehr kümmern drum. Bin immer überlegen, sollen wir vielleicht wirklich noch ein paar Wachteldinger hier aufstellen? Die Frage ist nur, hat das einen Sinn? Weil wir machen ja Geld so oder so. Wir müssen ja gar nichts mehr kaufen. Wir müssen ja einfach nur noch warten, bis das alles wächst und gedeiht hier. Das war es ja dann eigentlich schon. Wir könnten noch ein zweites Feld hier dran machen und sagen, dort wird Lein angebaut. Lein und Lupine sind ja die zwei Dinge, die wir noch anbauen müssen. Und dann hätten wir es fast schon erledigt. Wir könnten das Feld auch hier hin machen. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch der Honig. Also der Blütenhonig. Der wird ja schon fleißig produziert. Aber der Rapshonig und der Buchweizenhonig, das sind die, die uns noch fehlen. Wie würde das kosten, hier so ein Feld? 11.000? Das ist ja eigentlich okay. Machen wir das dahin, würde ich sagen. Dann bauen wir da Lupine an. So. Sagen mal, Feldarbeit ist erlaubt, genauso wie maschinelle Arbeit, aber sie kommt schon mit dem Trecker. Pfluglilli wird schon fleißig gearbeitet. Wir stellen natürlich auch hier auf Mist um. Haben wir das hier eh auch gemacht? Ja. Und ich schätze mal, genau hier, den Mähdrescher, uiuiui, den teuren Mähdrescher, den brauchen wir natürlich auch noch. Da habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Heieiei, das waren die 340.000, glaube ich, die der kostet. Der teure Mähdrescher. Ah gut, wir haben ja mittlerweile schon viel mehr. Wo fährt denn die da rum? Guck mal, die fährt hier hinten rum. Gut, da könnten wir theoretisch mit der Straße hier einmal ums Eck kommen. Die 450 haben wir gerade noch. Vielleicht brauchen wir sogar noch ein paar Saisonarbeiter. Wie viele haben wir denn hier? 12 von 12 und auch hier haben wir 12 von 12. Also eh so viele. Aber zumindest macht sie die großen Arbeiten mit der Maschine. Das finde ich schon mal sehr gut. Die kleinen Feldarbeiten machen die sowieso mit der Hand. Das Pflücken und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wäre sowieso eine Arbeit für die Hand. Ich weiß gar nicht, sind die damals mit der Maschine rumgefahren? Ich glaube, die haben das selber gepflückt. Denke ich. Kann mich noch leise ein ganz klein wenig daran erinnern. Damals in der Kampagne, damals, vor ganz vielen Jahren in der Kampagne, da haben wir auch mal schwarze Johannisbeere angebaut. Und ich glaube, dass auch damals mit der Hand gepflückt wurde. Also sind die ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Saisonarbeitskräfte hier. Was macht denn der da eigentlich?
Okay, dann nimmt er auch den ganz normalen Honig, den Blütenhonig. Na gut, hätte ich mir auch denken können. Hier sind wir in 3 Tagen fertig, da bin ich auch sehr gespannt. Wir müssen uns jetzt den Mähdrescher zulegen, denn das ist das einzige Gefährt, das uns noch fehlt. Mähdrescher Xena. Und der kostet extrem viel. Wir könnten einen Verwendeten nehmen. Der ist aber schon ein bisschen im Arsch, der kostet 130.000. Oder wir nehmen den neuen um 300.000. Ich würde sogar sagen, wir nehmen sogar den, der ein bisschen im Arsch ist. Die Frage ist nur, wo stellen wir die denn hin? Der braucht ja einen riesen Platz. Scheiße. Können wir das hier noch umparken oder so? Oh, Kacke. Ich glaube, wir brauchen noch einen extra Parkplatz dafür. Eieieiei. Ich glaube, wir brauchen noch einen extra Parkplatz dafür. Der Mähdrescher passt da nicht hin. Oh, gefestigter Weg. Na, den brauchen wir nicht unbedingt dafür. Aber wir brauchen Strom da hinten. Okay, mit dem fahren wir aber nicht quer übers Feld, ne? Sondern machen das vielleicht eher so. So, das sieht schön aus. Und dann kommt der Mähdrescher da hinten hin. Wir müssen den natürlich ein bisschen reparieren. Später dann. Aber zumindest für jetzt soll es mal reichen und wir geben nicht so viel aus. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Oh, was fehlt denn noch? Kein Lager, Scheune. Oh, die Scheune. Oh, was wir da alles brauchen. Die Scheune. Die passt hier, denke ich mal, auch nirgendwo mehr hin. Sondern nur da hinten. Na gut, da fahren wir ein bisschen anders mit der Straße. Das machen wir so. Ja, das können wir eigentlich so theoretisch auch lassen. Und dann fahren wir dann noch ein bisschen nach hinten. Na? Wieso kommen wir denn da nicht? Achso, jetzt sind wahrscheinlich noch zur Scheune dazu. Und machen da noch ein bisschen Deko hin. So einen alten Bauzaun. Huch, auch hier können wir so ein bisschen Deko hinpflanzen. Also mal ganz schön, steigert ein bisschen die Qualität der Arbeiter. Die freuen sich dann ein bisschen mehr. Finde ich ganz nett, wenn da immer so ein bisschen Deko rumsteht, oder? Dann mach vielleicht da nochmal den hin, den großen hier. So. Weil so wirklich viel Deko haben wir ja nicht. Aber ein bisschen. Ein bisschen Deko ist ja ganz schön, oder? Kann man ja aber platzieren. So, guck mal. Haben wir da Deko eigentlich stehen vor den Häusern? Ich glaube nicht. Machen wir das mal, das freut die bestimmt. So, das sieht ja schon mal schön aus. Siehst du? 15% Dekoration. So, woran fehlt es denn jetzt wieder? Nicht genug Arbeiter. Was? Wie viele brauchen wir denn da? Was heißt nicht genug Arbeiter? Wir müssen genügend Arbeiter haben. Wir haben 3, die gerade nichts tun. Jetzt ist die Frage, tut dann irgendwer mal was oder wie wird das geändert? Warum ist das eigentlich so grau? Wird das dann normalerweise immer so grau? Ich weiß gar nicht. Nicht genügend Arbeiter. Jetzt ist die Frage, arbeiten die alle an den Feldern oder brauchen wir da Fixangestellte, die gemeinsam mit ihr hier arbeiten? Ich denke schon. Ich glaube, da brauchen wir dann nämlich jemanden zweiten, der mit der Maschine rumfährt. Das heißt, werden vielleicht mal hier... Wo sind wir denn da? Hier. Da fehlt ja eh noch einer. Einen können wir da noch anstellen. Den da. Der will nicht so viel, kann sehr viel, möchte nicht so viel haben im Monat. Den stellen wir gleich mal an.
Und jetzt geht's auch los. Guck mal, Peter Fuchs und Caroline Walbrecht, die anderen, die Saisonarbeiter, dürfen nämlich nicht mit den Maschinen fahren. Und deswegen werden wir vermutlich die zwei gebraucht haben, so wie es jetzt eben der Fall ist. Einer fährt mit dem Mähdrescher, anderer fährt mit dem Traktor und mit dem Anhänger hinten dran. Genauso, wie es jetzt hier der Fall ist. Und ich würde sagen, ja gut, hat die das Schneidwerk vorher auch schon da gehabt? Ich weiß gar nicht. Dann könnte man das nämlich umparken und gleich da drüben hinstellen. Boah, Alter, guck mal, was der da, huiuiui, was der da an Mond sammelt. Alter Falter. Na, da geht's aber ordentlich ab. Haben wir das schon eingestellt, dass wir das Mond direkt verkaufen? Genau, den Mond. Entschuldigung. Boah, aber der sammelt da ordentlich. Hallo, 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 hallo. Und dann werden wir hier nämlich gleich umstellen, dass wir hier Lein anpflanzen. Wir haben jetzt hier Lupine, hier haben wir Buchweizen, hier haben wir Raps, dann werden wir hier Lein anpflanzen. Das heißt, uns fehlt dann eigentlich nur noch der Honig, denn es geht ja hier nicht um die Ernte, es geht ja nur ums Anpflanzen. Pflanze Lein an und pflanze Lupine an. Und dann können wir, wenn wir den Mohn nämlich komplett verkauft haben, schon direkt sagen, wir hauen ihn wieder aus dem Handelsmenü raus, weil wir den Mohn gar nicht mehr ein zweites Mal anpflanzen. Sondern nur was anderes. Aber da kommt schon ordentlich viel Mohn raus. Guck mal, was hat denn der da schon? 26.000, Alter. Heieieiei. Und das Reparieren kostet und kostet und kostet. Guck mal, wie das da nach oben. Boah, eieiei. Das tut mir ja richtig weh zu sehen, wie das da nach oben geht. Das reicht, glaube ich, wenn wir das auf 75% renovieren. Kostet immer noch 100.000. Alter. Und dieses Schneidwerk, das packe ich mal auch hier hin, damit er das direkt bei sich hat für die nächste Ernte dann. So, die Frage ist, was macht denn der jetzt? Baut der nochmal Mohn an? Ach nee, ich glaube, der kommt ja nochmal, oder? Kommt der nicht nochmal? Der kommt ja nochmal mit einem anderen Gerät. Ja, der kommt ja nochmal. Das Stroh. Das wird ja auch noch verkauft. Oder nicht? Gibt's ja nicht noch Stroh? Da hängen ja noch irgendwelche Dinger drauf. Aber nee, wir haben keinen Stroh mehr. Upsi, wir haben keinen Stroh mehr. Arbeitet momentan auf Feld mit dem Pflug. Okay, das war's schon. Dann werden wir hier gleich umswitchen auf Lein. Stroh. Ja gut, wie gesagt, ich kenne mich an der Landwirtschaft eigentlich nada aus. Nüsse. Merkt man bestimmt überhaupt nicht. So, dann wird hier zumindest schon mal vorbereitet. Dann können wir hier nämlich den Lein anpflanzen. Hier haben wir die Lupine angepflanzt. Wird gerade eh nichts getan, eben wegen dem nahenden Winter. Und es ist ja auch bald soweit. In 6 Tagen beginnt der Winter schon. Und dann stellen wir hier jetzt mal fast sogar ein, würde ich sagen, dass wir nicht erst ab 1.3. suchen, sondern vielleicht schon ab 20.2. Damit hier auch schon ein paar Leute dann da sind, wenn es losgeht. Denn es geht ja dann schon Anfang März, geht die Saison ja schon los, da soll ja schon gearbeitet werden. Und wenn die dann erst die Leute suchen, ist das vielleicht ein bisschen zu spät. So, sieht der jetzt halbwegs gut aus hier. 75%. Und es regnet und jetzt sind schon wieder bei fast 1.000 da oben. Na, herzlichen Glückwunsch. Das geht echt rasant. So, beim Handel werden wir mal den letzten Stück Mohn auch verkaufen. Und dann werden wir den Mohn hier direkt mal rauswerfen. Dafür den Lein hinein. Und auch Lupine hinein. Buchweizen könnte man theoretisch auch hier verfüttern, aber ganz ehrlich, das ist, glaube ich, besser, wir verkaufen es. Da bekommen wir mehr, als dass wir das einfach nur den Tieren da drüben geben. Denke ich mal. Wir würden uns natürlich irgendwas anderes ersparen. Wir würden uns beispielsweise Äpfel oder so ersparen, aber nachdem wir eh immer die billigsten nehmen. Die billigsten von den, also die 3 billigsten von den 5 möglichen Nahrungsmittel, von den 5 möglichen Futtermitteln, suchen wir uns ja am Anfang immer die 3 billigsten aus. Das ist in dem Fall Kürbis, Apfel und dieses Ding hier. Ich glaube, Weizen ist das. Wir hätten Buchweizen noch im Angebot oder eben die Leinsaat, aber die sind sehr teuer im Ankauf. Wir könnten natürlich sagen, nachdem wir das Ding jetzt eh anpflanzen in unseren Feldern, verzichten wir beispielsweise auf den Kürbis, aber wir würden dann halt auch auf den Gewinn, den wir bekommen würden, wenn wir den Buchweizen beispielsweise jetzt verkaufen, verzichten, weil eben die Tiere das bekommen.
Das wäre okay, wenn wir hier Buchweizen anbauen, weil wir da eh so viel verkaufen, dass er auf einen Tausender rauf oder runter gar nicht mehr so wirklich ankommt. Aber bei den kleinen Feldern, ja, sollte man da mal eher drauf achten. Wenn wir hier überall Buchweizen anbauen, ist eine andere Sache. Da können wir sagen, die kleinen Felder machen wir für die hier, die großen Felder machen wir für den Verkauf. Aber wir haben hier wirklich nur so ein ganz schmales Feld. Da werden wir mal das Buchweizen, das wir haben, auch wirklich direkt in den Verkauf schicken. Da hinten ist eine riesige Stadt, die möchte Buchweizen haben und die soll Buchweizen auch bekommen. So, 18 von 32 haben nichts mehr zu tun. Das sind noch an den letzten Metern, wird hier geschuftet. Da wird noch das letzte Feld abgeerntet und dann werden wir auch mal gleich wieder überspringen. Denn ich möchte gerne im nächsten Frühjahr mal gucken, wie die das hier anpflanzen und ob das dann auch endlich hinhaut mit den Imkern. Ob die dann auch wirklich herstellen können, den Buchweizenhonig und den Rapshonig. Das will ich schon mal gerne sehen. Ich denke mal, es wird funktionieren. Ich wüsste nicht, warum es nicht funktionieren sollte. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, dann freuen sich die Bienen nicht. Wo gehen denn die jetzt alle hin? Aha, die machen nur eine kurze Wanderung nach da hinten. So, und jetzt ist, glaube ich, gar nichts mehr zu tun. Das heißt, wir können das mal überspringen und machen sogar 16.000 plus. Guck mal einer an. Kein Minus, sondern 16.000 plus. Alleine nur Ertrag der tierischen Produkte. Nice. Und dann sollen wir da einer einreden, wir machen keinen Gewinn. Okay, da kommen die Mitarbeiter. Ist, glaube ich, komplett wurscht, ob wann wir die da anstellen. Weil die kommen trotzdem erst ab dann, ab 24.03. Also da können wir genauso gut sagen, die sollen erst ab 16.03. kommen. Kommt, glaube ich, auch noch hin. So, und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass da unten noch niemand arbeitet. Wird geliefert. Okay, Buchweizen wird geliefert. Sehr schön. Auch das hier wird geliefert und auch Mist wird geliefert. Und zwar ganz schön viel. 8.000 Kilo. Na, herzlichen Glückwunsch. Gerätschaften haben wir alle, bis auf die Ballenpresse und den Anhänger für Strohballen. Aber das ist ja erst dann ganz zum Schluss, dass wir das brauchen. Dann müssen wir vielleicht doch wieder ein bisschen umswitchen. Nee, aber den würden wir ja hierher bekommen, den Anhänger für Strohballen. Das geht sich schon alles perfekt aus. So, wie viele haben wir denn? Wir haben 3 hier und wir haben 6 da oben. Also das geht eigentlich schon relativ flott. Finde ich gut. Da wird auch schon fleißig angebaut oder gegossen. Theoretisch können wir die kleinen Felder für 6.400 da mal eine Wasserpumpe installieren. Dann sparen sie sich wenigstens das Gießen. Die sind eh schon so viel beschäftigt mit dem Unkraut und so weiter, mit den Pilzen, mit dem Ungeziefer, mit den ganzen Spritzmitteln, die man da drauf jagen muss. Ganz ähnlich, da können wir zumindest mal investieren in die Pumpe. Damit die für die 6 kleinen Felder, wo die ja hauptsächlich beschäftigt sind, zumindest dort nichts mehr machen müssen. Gerade die 6.000 oder insgesamt dann 6.000, 12.000, 18.000, 36.000 haben wir ja gerade noch übrig. Wir machen ja insgesamt einen Gewinn, also man kann dem hier nicht glauben. Hier steht, wir machen minus 112.000 im Jahr, hier steht was ganz anderes. Gut, jetzt sieht es ein bisschen komisch aus eben mit den Pumpen und so weiter und so fort. Aber man sieht deutlich, wir haben da unten begonnen bei 300.000, sind jetzt halt bei 600.000. Also man sieht deutlich, in welche Richtung es da geht und das ist alles andere als nach unten. Da kann man schon mal sicher sein. So, wir haben 11 von 12 mittlerweile hier und 8 von 12 mittlerweile hier, das freut mich sehr. Damit fleißig angebaut. Hier fehlt noch irgendwas. Ach, der Buchweizen wird doch immer geliefert. Das dauert aber lang. Wahrscheinlich jetzt gerade angekommen. Oder kommt hier an. Das kann auch sein. Da kommt schon der nächste. Uiui, die liefern aber viel. Ne, das war wieder so ein Spritzmittel. Schauen wir mal, wann kommt denn der Buchweizen an? Das war Düngemittel. Ungeziefer. Nochmal Ungeziefer. Aber weit und breit kein Buchweizen. Wer hat denn das bestellt? Ah, Buchweizen ist schon hier, okay. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind schon am werkeln. Sehr schön. Raps wächst schon. Freut mich auch. Wird geliefert. Düngemittel oder irgendwie sonst was? Nee, das ist Mittel gegen Ungeziefer, gegen Unkraut. Okay, okay. Und da wird schon brav gesät. Sehr schön. Seht, seht, es wird brav gesät. Und wie schaut's hier aus? Yeah, Baby, guck mal, Rapshonig wird produziert. Nice, nice, nice. Haben wir das auch hier schon eingestellt? Genau, Rapshonig und der hier wird verkauft. Rapshonig, Blütenhonig und Buchweizenhonig. Ist mir gar nicht eingefallen. Dauert natürlich. 3.000 Liter sollen wir produzieren.
58 Hammer produziert. Das dauert natürlich, das ist klar. Ich weiß gar nicht, das ist noch im Feld drin, im Radius drin. Und Buchweizen ist auch gerade im Radius drin. Also je nachdem, einmal so, einmal so. Ich weiß nicht, ob die hier... Da sind wir beim Buchweizen auf jeden Fall noch drin. Aber das war's dann, glaube ich. Ich könnte hier auch nochmal was hinstellen. So ein Imkerhäuschen. Guck mal, wie schnell das geht. 2% haben wir hier. Beim Buchweizen sollte man theoretisch viel, viel schneller sein, weil wir da ja viel, viel größeren Input haben, einen viel größeren Radius haben. Was wir auch machen könnten, ist hier ein Imkerhäuschen aufzustellen. Achso, das ist ja kein Imkerhäuschen. Achso, wegen dem, da geht's nicht. Okay, wegen dem, da geht's auch nicht. Ich dachte, wir können das vielleicht dann noch reinkleistern. Schade. Hier wird's auf jeden Fall funktionieren, aber dann brauchen wir... Oh, wir brauchen, glaube ich, so oder so noch ein zweites Häuschen, denn hier sind ja nur 8 drin. Dann müssen wir da unten noch ein zweites Häuschen hinstellen. Aber dann haben wir zumindest beim Rapshonig... Oh, Buchweizenhonig ist aber auch nicht viel. Guck mal, nur 20. Das machen wir. Wir stellen da unten auch nochmal so ein Imkerhäuschen auf. Zuerst mal stellen wir ein Mitarbeiterhäuschen auf. Das passt da unten hin. Oder auch nicht. Das passt doch perfekt hier hin. Oder stört der hier? Warum geht das denn nicht? Hier wird's hinpassen. Warum passt sie hin und da drüben nicht? Na, sehr komisch. So, und gleich nebenan machen wir das Imkerhütchen. Vielleicht sogar zwei. Ausgehen wird sich sicher. Nein, wo geht die hin? Hallo, stopp! Unterwegs nach Parkplatz, nein! Hallo, nein, 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 wo gehst du hin? Nicht unterwegs nach Parkplatz, so geht das nicht, meine Liebe. Entlassen. Nee, 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 nee. Hier hinten, im Karai. So sieht's aus. Keine Ahnung, vielleicht liegt es doch an dem Zaun hier, ich weiß es nicht. Guck mal, jetzt haut es nämlich hin. Lag tatsächlich am Zaun. Interessant, ich dachte, die Deko passt überall hin. So, dann machen wir hier... Huch. Auch noch ein paar hin. Auch noch mit... Ihr. Gut, der kennt sich schon aus. Sie verdienen noch einen Punkt. Und da können wir theoretisch hier hinten auch noch eins hinmachen. Und dann haben wir wirklich komplett ausgesorgt. Dann haben wir da hinten auch mal 3 von den Buden. Und dann sollte das ja rasant gehen. 2%, 5%. Lupine muss noch angebaut werden. Aber Lupine ist doch schon angebaut. Pflanze Lupine auf dem Feld an. Ach nein, minimale Feldgröße 0,4 Hektar. Oh nein, wir müssen das natürlich hier anbauen. Ach, das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt, das hier hinzumachen. Ach, kacke. Na gut, zumindest... zumindest für die Kasse hat sich's ausgezahlt. Oh nein, das habe ich gar nicht... Das habe ich überlesen. Das habe ich voll überlesen. Das war ja der, die mindeste Feldgröße brauchen. Ach, Freunde. Das tut mir leid, das tut mir leid. Das habe ich überlesen. Ach nein, ach nein, ach nein. Da hätten wir uns das Feld hier wirklich sparen können. Gut, wir machen ein bisschen Gewinn damit. 14.000. Naja, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Wir müssen sie ja nur anpflanzen da hinten. Also in spätestens 89 Tagen. Naja, gut, nicht unbedingt. Ich sage mal in 100 Tagen. Müssen wir da hinten das anpflanzen. Huch.
Ach so, da sind wir eh richtig. Pflanzenimkerei. Der möchte aber ganz schön viel haben. Gut, der kennt sich aber auch aus. Nee, warten wir noch. Da warten wir noch. Ist aber schön, was aus dem kleinen Bauernhof geworden ist. Wir haben ursprünglich angefangen mit den drei gammeligen Feldern da oben. Und mittlerweile, na hallo, hallo, leuchtet es in allen Farben hier rum. Siehste, was der Muckimuck da draus macht. So. Okay, wie schauen wir denn da aus? Wir haben mittlerweile 4% vom Buchweizenhonig. Wir sind bei 150 Litern. Wir haben 8% von Rapshonig. Wir haben mit dem Rapshonig ein bisschen früher begonnen. Aber wir holen auf mit dem Buchweizenhonig. Wir holen auf mit dem Buchweizenhonig, habe ich mir auch so vorgestellt, weil wir mit dem Buchweizenhonig einfach viel mehr Reichweite haben. Buchweizen können wir von hier, weil da ist das Buchweizenfeld, können wir hier, 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 hier. Nee, das nicht mehr. Guck mal, das ist ja gar nicht mehr drin. Oh, Kacke. Ne, es ist noch ganz, ganz leicht im Rapsfeld. Guck mal. Ganz, 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 ganz leicht im Rapsfeld. Na, Gott sei Dank. Hoi, 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 hoi. Und hier auch. Also da wird Raps produziert. Und da wird auch Raps produziert, weil Buchweizen ist da drüben. Also wir haben hier Raps. Hier haben wir beides, glaube ich, irgendwie, wenn es gut geht. Jo. Und da haben wir auch alles. Also wir haben viermal alles. Wobei nicht ganz viermal, weil das ist zum Beispiel wieder aus dem Feld hier draußen. Wir haben dreimal alles, wir haben einmal nur Buchweizen und wir haben dreimal hier hinten nur Raps. Also sind wir eh in einem guten Balance, denke ich mal. Sollte eigentlich hinhauen, sollte eigentlich alles funktionieren. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann wirklich mal Schicht im Schacht. Wir haben 9% hier oben, wir haben 6% hier oben, vielleicht hier unten, vielleicht sind wir ja dann in der nächsten Folge schon fertig mit dem, bevor noch dieses Feld hier geerntet wird. Wir haben 77 Tage noch Zeit, bis der Lein geerntet wird. Mal gucken, ob wir dann bei den 100% sind. Aber ich denke mal, wir werden zuerst die Feldmissionen wirklich alle fertig haben, dass wir dann auch die Lupine hier anbauen und nicht nur da drüben. Boah, die leuchtet, Alter, dieses Violett. Hei, ja, 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 wie das leuchtet. Das sieht richtig geil aus. Es gefällt mir. Von der Farbe her gefällt mir das richtig, richtig gut. Und ich denke mal, hier hinten wird es auch noch so schön violett leuchten. Denn bis wir den Rapshonig und den Buchweizenhonig auf 100% haben, das wird noch eine Weile dauern. Das wird noch eine Weile dauern. Wir sind zwar fleißig am Produzieren, aber das dauert noch ein bisschen auf jeden Fall. Es dauert doch ein bisschen. Ich glaube, da sind wir zuerst hinten mit dem Feld fertig. Aber lassen wir uns mal überraschen. In der nächsten Folge wissen wir mehr. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Folge hier. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Bis dahin. Tschüss.